Hallo Janne, zu einem neuen Video war einfach und schnell kochen. Die Narren sind ja los und deswegen machen wir heute Kreppel oder Krapfen oder Berliner, je nachdem in welcher Region ihr wohnt. Für die Kreppel benötigen wir Mehl, Eier, Milch, etwas Salz, Zucker, frische Hefe und etwas Butter. Zuerst rühren wir aus den Zutaten einen Hefeteig an. Dazu vermenge ich zuerst die Eier mit dem Zucker, gebe anschließend das Mehl hinzu. Milch und Butter habe ich zuvor erhitzt und darin die Hefe etwas quellen lassen. Und auch diese Zutaten geben wir nun hinzu. Dann ist erstmal die Maschine an der Reihe. Den fertigen Teig habe ich in eine Schüssel mit Mehl gelegt und ihn erstmal 30 Minuten gehen lassen. Anschließend habe ich den Teig in etwa gleich große Stücke geteilt, daraus die Kugeln geformt und diese wiederum 20 Minuten gehen lassen. Alternativ könnt ihr den Teig auch zu Beginn aufteilen und ihn dann eine Stunde gehen lassen. Nach der Wartezeit können die Kreppel endlich in der Fritteuse bei 170 Grad gebacken werden. Direkt im Anschluss daran habe ich sie mit einer Mischung aus Puderzucker und Zucker bestäubt und sie auf einem Küchenpapier etwas abtropfen lassen. Und dann kann man sie auch schon genießen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bon Appetit und bis bald. Tschüss!